So, das war gewollt. Okay. Also anscheinend. Autsch. Anscheinend soll man wirklich. Oh, da oben sehe ich, glaube ich, schon Benzin. Anscheinend soll man wirklich den Mechaniker mit dem Ball eliminieren und mit dem Ball den Schlüssel holen. Okay, krass. Ganz schön advanced das Ganze. So, dann haben wir da jetzt, glaube ich, irgendeinen Dampf deaktiviert. Da haben wir den Schlüssel. Da ist ebenfalls wieder ein Schlüssel, wenn ich es richtig sehe. Ja, und das muss Benzin sein, oder? Du hast einen Behälter mit Gasogem bekommen. Yes. Damit kannst du dein neues Superjetpack abholen. Super Jetpack! Geile Sache! So, gibt es da noch irgendwas? Nein. Gibt es nicht. Okay, dann raus da. Wo kommen wir jetzt raus? Ah, wieder da. Okay. Das heißt, wir wollen jetzt da wieder raus. Wir könnten jetzt A. Das Fragment holen. B. Oder zumindest probieren, das Fragment zu holen. B. Mit Baldino sprechen und einfach zurückgehen. C. Das Sprungrätsel beim Tempel machen. D. Gibt es eine Option D? Ich glaube, es gibt gar keine Option D. Aber wir können momentan verdammt viel eigentlich machen. Aber ich glaube, die offizielle Quest wäre jetzt zu Baldino zurückgehen. Und ich glaube, das werden wir jetzt machen. Holen wir uns das Super Jetpack ab. Dann hätte ich gesagt, schauen wir beim Casino noch einmal vorbei. Ob wir zu da, wo die Wassertür war, ob wir da jetzt dann rüberfliegen können mit dem verbesserten Jetpack. Ob wir da irgendwas kriegen. Und dann kann er nachher, könnte man da vielleicht nach dem Fragment da noch suchen. Ist es optional, das Fragment? Keine Ahnung, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Muss man es holen? Kann man es holen? Wenn man es holen kann, würde ich es gern Guten holen. Tag. Der Preis für die Fahrt beträgt 5 Sittos. Wo wollen Sie denn hin? Wo wollen wir hin? Nach Otringal, Nach genau. Otringal. Krass, dass man immer 5 solche Zlütos da zahlen muss. Wenn man theoretisch jetzt Pech hat und da 0 hat, dann muss man bei irgendeinem Haus da und aus und eingehen und das holen. Stimmt, das haben sie sehr gut durchdacht. Ja, ich will nichts gesagt haben. Eigentlich hat man immer die Möglichkeit, da eben bei den Häusern oder bei den Töpfen und so weiter was zu holen. Ciao, Wanda. Die Spitzhacke holen, ja. Die Wunderharke 2000. Okay, wo wollt ihr hin? Zu Baldino, genau. Aber zuallererst wieder da, wiederholen. Wir haben nämlich momentan wenig. Ja, okay. Es ist eh halbwegs gut. Theoretisch könnte man einfach ein Kleeblatt opfern, ganz ehrlich. Und uns maximal heilen. Wir haben eh zu viel. Was heißt zu viel? Wir haben maximal, von da ist Wurscht. Durch das göttliche Speichersystem werden wir nie alle verschwenden müssen. Ja, wir kommen jetzt zurück zu Baldino. Eben und da. What the fuck? Moment, jetzt sind die auf einmal doch wieder aggressiv. Warum denn das? Aber an dem kommen wir eigentlich ohne Probleme vorbei. Und tschüssli. Verdammt. Jawohl. Entkommen. Warum sind die jetzt wieder aggressiv und davor nicht? Ich verstehe das Spiel nicht. Das wird irgendwie nicht erklärt. Von einer auf die andere Szene sind sie auf einmal wieder aggressiv. Und mögen uns nicht. Aber warum? Warum? Ja, alle sind jetzt wieder aggressiv. Okay, geil. Na, jetzt kommt er nur her. Na, lass mich doch in Ruhe. Oh Gott! Okay, eigentlich war das eine schöne Abkürzung. Danke. Danke, Würmli. Und raus. So, wisst ihr, was uns erwartet auf dem Weg zu Baldino? Ihr wisst es vielleicht nicht mehr, aber ich weiß es. Sprungpassagen! Jawoll! Halt, oh Gott. Bin eigentlich da vorbei. Yep. Und da über den Heuhaufen oder was es da immer sein soll. So, wie muss er denn jetzt zu Baldino? Ich glaube, der war da unten, oder? Ja, ich glaube, das war der Weg zu ihm, oder? Nicht? Doch, das war der Weg zu ihm. Passt. Das heißt, da hinten war auf jeden Fall wieder das Wassermonster, was ich gesehen habe. Also das respawnt einmal zu 100%. Das wissen wir mal auf jeden Fall auch. Und der Sprung war kacke. Bisschen weiter links, bisschen weiter vor, bisschen alles ist komisch. Und jetzt. Und Jump. Und erledigt. Und friss. Friss roten Ball. Sehr fein. Dann wieder abspeichern. Diesmal nehmen wir jetzt wieder da den anderen Safe her. Und spring.
Ah, Geist ist eine Gülle, sondergleichen. Ich hasse Sprungrätsel. Jawoll, ich glaube, der letzte Sprung ist ja eher einfacher, oder? Den schafft er, glaube ich. Den schafft er nicht! Mich keine jetzt die Runde gesurft. Das ist nicht für eine Scheiße. Yay! So, wir haben es bald, wenn wir diese ganzen behinderten Sprungpassagen hinter uns lassen. Mein Gott, das ist zum Mäusemelken. Ich muss die Perspektive drehen. Ich weiß, ich drehe die Perspektive. Ich gehe weiter vor. Der Sprung ist wesentlich einfacher, wenn wir die Perspektive drehen. Ja, ich mache es mir unnötig schwer. Ah, das weiß ich. So. So, der Sprung, der ist, glaube ich, Bipifax. Boah, hast knapp, aber es ist sicher ausgegangen. Baldino, mein Elefantenfreund, gib uns ein super Chatback. Was muss ich tun? Du musst mir etwas Gasogen besorgen, damit ich unser Raumschiff reparieren und dein Protopark leistungsfähiger machen kann. Ja, das haben wir eigentlich dabei. Moment. Wir wählen es aus im Inventar und friss den Behälter mit Gasogen. Danke, Twittensen. Mit dem Gasogen kann ich unser Raumschiff startklar machen. Ich rufe dich über Funk, sobald ich dein Protopack fertig habe. Was? Das braucht jetzt auch nur Zeit. News! Was soll ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun? Moment, jetzt habe ich. Momentan habe ich doch keine offenen Aufgaben, oder? Moment, was sagt die Karte? Die Karte sagt. Rick's Café! Blödsinn, da hätte ich davor schon hingehen können. Genau. Der hat uns ja irgendwie verraten, wie man zu. Oh Gott, wieder alles retour springen, ich hasse es jetzt schon. Wie wir, den Satz vielleicht noch beenden, Simon. Wie wir zum Sektor CX, glaube ich, kommen, oder? Weil das ist uns ja verraten worden, da hat so eine mordsmäßige Raufbande da, die was nur darauf wartet, wieder den Sektor CX dazu erkämpfen. Von da stürzen wir uns einmal zu Rick's Café, würde ich sagen. So, wieder seitlich drehen. Es geht eh, also wenn wir die Perspektive dauernd drehen, dann ist es so, boah, dann ist es so halbwegs möglich. Wo muss ich jetzt hin? Darauf, glaube ich, gell? Und was man auch machen muss, nach jedem gelungenen Sprung speichern. Das war krass, ich glaube, Superfax im Little Big Adventure 1, der hat da nahezu jeden Sprung immer perfekt hinkriegt und auch ohne zwischenzuspeichern. Der ist einfach gesprungen und ist abgegangen. Oh, wo ringen? Jawohl, danke. So. Retour zu Rick's Café. Mein Gott, ist das wieder ein Hin- und Hergerenne. Das ist wirklich, muss ich sagen, also das ist ein bisschen negativ bei Little Big Adventure 2 zum Anmerken. Man rennt unendlich viel hin und her zwischen denselben Gebieten. Das gefällt mir persönlich nicht so gut, muss ich sagen. Ich meine, es muss jetzt nicht so extrem linear sein, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Siegstoff Evermore, Siegstoff Mana auf dem Super Nintendo oder so, wo man einfach straight immer dasselbe durchrennt. Das muss jetzt vielleicht auch nicht sein. Aber das ist jetzt echt zu übertrieben, dass man immer zwischen Ort A und B muss man meistens bis zu 2 bis 3 Mal hin und her rennen. Das ist irgendwie. Achtung, Achtung! Irgendwie ein bisschen nervig. Meldung an die ganze Bevölkerung. Gesucht wird ein Twinsonier namens Twinsen, bekleidet mit einer blauen Tunika. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Sie ihn sehen. Wenn Sie ihn sehen, ne? Okay. Und sieht niemand. Ist der lästig. Blaue Tunika. Ja eben, wenn wir die Dinge hätten da, die Magierkutte noch an, dann würden sie uns ja nie erkennen. Twinsen, gefährlicher Verbrecher, versucht sich gegen Dark Monk zu stellen und die große Feier zu verhindern, trägt eine blaue Tunika. Benachrichtigen Sie die Polizei, wenn Sie ihn sehen. Für Informationen, die zu seiner Festnahme führen, ist eine Belohnung von 10.000 Slitos ausgesetzt. Wow. Da würde ich mich fast selbst stellen und einfach die Belohnung einheimsen. Was kann schon passieren? Ein paar Jahre Knast und dafür reich fürs Leben? Okay, Rick's Café. Hey, Rick. Rick ist vermutlich der Barbesitzer, oder? Guten Tag. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ja? Ich suche Rick, den Besitzer. Der Chef empfängt niemanden. Ah, okay. Der Chef empfängt niemanden. Das heißt, Rick's Café ist momentan für uns für den Arsch. Bravo! Damn it! Der Chef ist vermutlich da oben drin, oder?
würde jetzt mal behaupten. Und da kommen wir nicht rein, oder? Na, nö, nö, nö. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Okay, die bringen weiterhin gar nichts. Okay. Was? Kranz zu Rick rein, wurde was gesagt, dass es muss, ja. Meiner Meinung nach schon. Ist mir gesagt worden, da mit Ricks Bande kann ich irgendwie, glaube ich, zum Sektor Bravo. CX oder so. Was kann er denn? Ich muss ihn sprechen. Klar weiß ich, wer das ist. An den würde ich mich aber nicht ranwagen. Der steht ja nicht nur in hohem Ansehen. Der Laden hier gehört ihm auch noch. Lassen Sie das lieber sein. Ich würde eigentlich trotzdem ganz gern sprechen, weil sonst weiß ich momentan nicht, was tun. Guten Tag. Versuchen Sie doch mal Ihr Glück im Glump-Casino. Ich war schon dort. Da wartet immer eine Überraschung auf einen. Ja, wir waren da schon. So, da hinten an der Bar vorbei. Nö, da gibt's nichts. Dann, das ist der Mr. Guten Tag 1. Da drüben ist Mr. Guten Tag 2. Vielleicht sagt er irgendwas. Oh Gott, ich will doch mit ihm reden. Guten Tag. Guten Tag. Nö, da gibt's auch nichts. Okay, dann da oben. Was hat er zu sagen? Guten Tag. Sie sehen dem Typ, den die Bullen überall suchen, verdammt ähnlich. Hier kriegen Sie keine Schwierigkeiten. Aber passen Sie anderswo lieber auf. Ja. Danke für den Tipp. Und der war ziemlich unsympathisch. Was sagt der jetzt? Guten Tag. Sie sehen doch, dass ich beschäftigt bin, oder? Die Aufführungen hier sind echt mies, aber irgendwie haben sie eine Art Unterklasse-Charme. Finden Sie nicht? Okay. Und dann da drüben ist auch noch einer, das ist aber dann der letzte. Guten Tag. Ich habe nichts gehört und nichts gesehen. Fragen Sie doch einen anderen. Dann kann ich mir eigentlich sehen, jetzt gerade erst auf die Bühne da theoretisch sogar raufgehen. Ja. Bravo! Hau ab und er unten sagt Bravo, wie geil ist das? Okay, gibt's da irgendwas? Oh, ho, ho, ho! Was hat Simon denn da schon wieder entdeckt? Secrets! Guten Tag. Wäre doch bloß die Arbeit schon vorbei. Ich muss unbedingt noch zur Tankstelle von Otringal, um Gasogen zu kaufen. Okay, da in der Kiste gibt's sicherlich irgendwas, oder? Komm schon, die schaut so wichtig aus. Und 5 Mana, geil! Guten Tag. Mist, Publikum. Früher war das anders. Tausende waren es. Und alle haben sie getobt. What the fuck, wie schaut der krass aus? Wie jemand von Kiss? Okay, na. Da geht's nicht weiter. Sie kommt dann auch daher. Ich glaube, der Raum, der war für die Fische, oder? Kann ich da irgendwas machen? Oh ja, da kann tatsächlich was machen. Oh, da kann ich wirklich was machen. Moment. Okay. Jetzt müsste ich meiner Meinung nach nur darüber springen, was ich aber nie und nimmer ausgehen wird. Oh, Moment. Oho, ich kann den bewegen. Es geht sich aus. Und zwar, da man denn. Moment. Kann ich unten auf die Kiste raufspringen? Du bist dran. Na, kann ich nicht. Das heißt, wir müssen das da ungefähr so platzieren, hätte ich gesagt, ja. Dann das da ein bisschen weiter rüber. So vielleicht. Ja. Und probieren wir mal. Also ich hätte jetzt gesagt, von da oben auf jeden Fall runterspringen. Bin mir nicht ganz sicher, ob sich das ausgeht. Wir probieren es. Und wir probieren es. So, und zwar noch einmal darüber, genau. Speichern wir mal ab. Also im Prinzip haben wir bisher mal nichts falsch gemacht, meiner Meinung nach. Wir waren bei Baldino, haben ihm Gaso geben, es passt alles. Und spring. Jawohl. Dann darüber. Genau. Und jetzt hätte ich nur gesagt, da rein. Oh, das geht aber nicht. Okay.
dann vermute ich, bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, dann vermute ich einfach einmal, muss ich das ganz vorschieben, damit Twinsen da dann irgendwie reinklettert. Oder ich bin falsch gesprungen, wobei, boah. Das ist dann aber dann ziemlich krass. Na, ich springe da aber vorbei seitlich, oder? Sehe ich das richtig? Ich muss ein bisschen weiter rechts springen. Ja! Ja! Du bist das war's! Sunia, der mich sprechen will. Du wirst überall von der Polizei gesucht. Weißt du das eigentlich? Also, schieß los. Was willst du von mir? Der Kaiser hat einen geheimen Stützpunkt auf dem Eiland CX errichten lassen. Von dort aus wird er die Zündung der Reaktoren auslösen, die er unter höchster Geheimhaltung auf dem Mond bauen ließ. Und dann wird der Mond meinen Planeten zerstören. Ich muss auf dieses Eiland, um das zu verhindern. Können Sie mir helfen, dass ich da hinkomme? Ich mag es, wenn man mir klipp und klar sagt, was man will. Leider habe ich niemand, der dich hinbringen könnte. Es gibt aber eine Rebellengruppe, die die Regierung bekämpft. Statte doch Johnny Rocket einen Besuch ab. Und vergiss nicht zu sagen, dass ich dich geschickt habe. Er bringt dich zu den Rebellen. Er wohnt im Hotel Imperial. Das ist in der Oberstadt. Okidoki. Boah, ich habe ein Rätsel selbst gelöst. Ich glaub's ja gar nicht mehr. Wie stolz ich einfach nur auf mich bin. Ein Rätsel selbst gelöst. Ohne euch, ohne den Chat zu lesen. Das gibt's normal gar nie. Okay, was hat er dazu sagen? Der Kaiser hat einen geheimen Stützpunkt auf dem Eiland CX errichten lassen. Von dort aus wird er die Zündung der Reaktoren auslösen, die er unter höchster Geheimhaltung auf dem Mond bauen ließ. Und dann wird der Mond meinen Planeten zerstören. Ich muss auf dieses Eiland, um das zu verhindern. Können Sie mir helfen, dass ich da hinkomme? Ich mag es, wenn man... Okay, na, ist wieder genau derselbe Text, okay. Wie emotional er das wieder sagt, gell, ist ziemlich geil. Und dann wird der Planet, dann wird der Mond meinen Planet zerstören. Dann werden wir alle sterben. Das ist sehr traurig, aber ich kann es in meiner Stimme nicht ausdrücken. Leider. Es ist einfach also erbärmlich, erbärmlich. Wie oft habe ich das schon gesprochen bei diesem Spiel, aber es ist wirklich megamäßig erbärmlich. Okay, wir müssen in die Oberstadt und zwar darauf. Ja, wie kommen wir da drauf? Ist jetzt eigentlich eine gute Frage. Ich würde mal vermuten, mit dem verbesserten Jetpack eigentlich, würde ich jetzt einfach mal sagen, das heißt, ich vermute, dass da jetzt irgendwo bald zeitlich oder wie auch immer ein Trigger auslöst und Baldino uns sagt, dass wir dann eine super Jetpack kriegen und dann kann ich mal irgendwie auf die andere Seite rüberfliegen oder so. Aber... irgendwie ist da momentan nichts. Oh, und frisst den Ball. Oh, und frisst den Ball. Oh, und. Fuck, der hat einen roten Strahl. Oh Gott. Oh Gott, und ich wirf wie ein kompletter Anfänger. Nein, ich will doch. Oh Gott, ich will doch ausweichen. Ich muss ein. Oh Gott. Ich will eigentlich seitlich springen zum Aus... Oh Gott, ist das eine erbärmliche Vorstellung von mir. Ich hasse mich. Zum Glück habe ich gespeichert. Wir rennen an dem vorbei. Ich schaffe den nie und nimmer. Ja, eigentlich wollte ich ins Inventar. Und da mit dem Funksprechgerät. Was auslösen? Tun wir aber nicht. Geil, dann. Nächste Idee. Vielleicht sind die Lifte einfach wieder repariert. Und ich kann einfach so... einfach so in die Oberstadt. Das wäre natürlich auch möglich. Aber es schaut nicht so aus. Ist weiterhin kaputt. Okay. Von daher. Momentan ideenlos. Wir speichern ab. Halt. So muss die Kamera sein. Wir speichern hier an dieser Stelle ab. Und ja. Ich werde eine Pause machen. Ich spiele dann nächste Woche dann vermutlich wieder weiter. Ich würde sagen, wir sind eigentlich ziemlich gut vorankommen. Wir haben es gar so gegeben. Wir haben, wir wissen, wie wir zum Eiland CX kommen. Oh Gott. Jawohl, er sieht uns gar nicht. Das ist sehr fein. Ja, wir wissen, wie wir hinkommen. Wir haben mit Rick geredet. Wie gesagt, ja, wir haben eigentlich meiner Meinung nach wirklich ein gutes Stück gemacht. Wir müssen jetzt einfach da nächstes Mal dann zu dieser Oberstadt darauf, wo ich momentan nicht weiß, also ins Hotel Imperial, wo ich momentan nicht weiß, wie wir hinkommen, aber ja, wir werden es schon irgendwie rausfinden. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter.
Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play oder Let's Stream Little Big Adventure 2. Macht es gut, schönen Sonntag noch und ciao, ciao.